Hi Gude und herzlich willkommen zur neuen Runde Starfinder. Wir spielen wieder Rise of the Space Lords, heute mit dem 51. Teil. Das ist, glaube ich, ja, ein Experiment. Heute mit dabei zum einen der gute Yajirobe als Spielleiter. Ahoi. Des Weiteren Snickers als, ja, umgekehrt, der Pikachu als Snickers. Balim, balim. Passt alles. Ja. Black Suicide hat seine Königlichkeit Dacker. Moin! Und The Wretched Egg als Blair und heutiger Resumator. Hallo. Ja, beim letzten Mal haben wir damit angefangen, dass der Bürgermeister an irgendwas angefangen hat zu ersticken oder irgendwie sowas in die Richtung. Und wir sind dann erstmal gerade hingeeilt. Dann hat sich Thomas die ganze Geschichte erstmal medizinisch angeguckt. Snickers hat so zweite Reihe Backseat Gaming betrieben und gesagt: Ja, also da muss man eigentlich nur ein paar Sachen aus der Küche zusammenmischen, dann geht es wieder und ist ab in die Küche. Hat dann dort irgendwas zusammengemischt, während Reva einfach hingelaufen ist, den Mann einmal berührt hat und Hokus Pokus gemacht hat und auf einmal ging es ihm wieder ganz gut. Der war dann auch ganz dankbar darüber, dass wir ihm das Leben gerettet haben. Viel Geld haben wir trotzdem nicht aus ihm rausgekriegt, aber dazu nachher nochmal ein bisschen mehr. Genau, wir haben dann erstmal angefangen zu investigieren, haben auch mal die Polizei gerufen. Da war dann auch ein verdeckter Ermittler direkt vor Ort, der sich da zu erkennen gegeben hat. Und die relativ betrunkene Blair und Reva sind dann auch irgendwann mal zu der Diva rübergelaufen, weil die sehr verdächtige Dinge getan hat. Mit so Hokuspokus beim Händeschütteln und danach kippt er einfach um. Und haben die mal ein bisschen, ja, zu einer Aussage bewegt. Die war aber der festen Meinung, dass sie nichts getan hat. Und wir waren auch der festen Meinung, dass sie der Meinung ist, dass sie nichts getan hat. Und dann kam irgendwann aus dem Separé, wo dann, ich glaube, Dacker mit dem Bürgermeister hin ist, die Nachricht, ey, der hat so eine komische Tätowierung am Arm. Ich schick mal ein Bild. Ja, das Bild haben wir uns dann angeguckt, haben der Diva mal die Ärmel hochgekrempelt und er hatte auch so ein Tattoo. Weil das wohl eine Eintrittskarte zu einem exklusiven Casino in Turtleback Ferry ist, das dann auch zufälligerweise untergegangen ist und das gar nicht suspicious ist, dass das jetzt die zwei Leute haben. Da haben wir sie mal gefragt, ob sie vielleicht so Erinnerungslücken hat und tatsächlich hat es die Erinnerungslücken. Und es scheint so, als wäre dieses Tattoo so eine Art Empfänger, mit der Leute Gedanken kontrolliert werden können. Ja, wir haben dann noch die anderen Gäste kurz gecheckt, ob die irgendwelche Tattoos in der Hinsicht hatten und haben dann nur einen gefunden. Und zwar dem etwas reichen Schnösel, den wir schon beim Pokern ausgenommen haben. Und ja, Dakas Überredungskünste, dass wir ihm gerade so sehr das Leben gerettet hatten, haben, dass er uns noch gefälligst ganz viel Geld geben soll, haben auch nicht so wirklich da gezündet. Ja, auf jeden Fall schien es dann alles irgendwie darauf hinauszulaufen, dass irgendwas in Turtleback Ferry passiert und wir haben dem Bürgermeister großzügigerweise, wie wir sind, angeboten, da noch mal zu investigieren. Wir sind ja so gut darin und haben leider nicht so viel Geld dafür angeboten gekriegt, wie wir uns erhofft hatten, aber wir sind ja gutmütige Menschen, deswegen gehen wir da hin und gucken es uns trotzdem an. Und haben dann den Tatort und alles der Richterin überlassen und dem verdeckten Ermittler und sonst irgendwas und das war dann, ja, ne? Wir sind aber weg und da haben wir beim letzten Mal aufgehört. Genau, da haben wir aufgehört. Ihr wolltet aufbrechen, beziehungsweise seid schon raus aus dem, aus der Villa des Bürgermeisters und begebt euch zum Gandalf-Mobil. Und ja, was habt ihr denn vor? Denn es ist ja jetzt dann doch schon recht spät am Abend, so kurz vor Mitternacht. Wollt ihr direkt losfahren oder geht ihr erst nochmal irgendwo euch eine Übernachtungsstelle suchen? Oder was ist euer Plan? Also schlafen, ausruhen, nächsten Morgen losfahren oder jetzt gleich losfahren?
Wie sieht's aus? Also mir ist es egal, ich bin fit, ich kann fahren. Aber wir können uns auch erst nochmal... Und ich denke zurück an unser, an den guten Wirt, wo wir, weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, tut mir leid. Charlie. Genau, wir können jetzt erst einmal zurück zu Charlie und dann morgen früh losfahren. Ich denke, das wäre besser. Klingt auch vernünftig. Ich glaube, ihr hattet das schon erörtert. Ihr braucht so ungefähr einen kompletten Tag, um bis nach Turtleback Ferry zu kommen. Das sind etwa 650 Kilometer über Landstraße. Können wir morgen einen Tag Sightseeing machen? Sind morgen Abend da? Also zwei Pinkelpausen. Maxim. Aber während dem Fahren, oder? Pausen hält man an. Die anderen Pinkelpausen sind während dem Fahren. Okay. Jeder angeschnallt, als ob mich das juckt. Und ich ab in. Ich hab die Tür noch nicht mal richtig zu. Sicherheit geht vor. Zu spät. Ich hab gefragt. Ja. Nein, ich drücke nicht den großen roten Knopf. Und auch nicht den kleinen roten Knopf. Gut, das wäre hier in der Stadt auch wahrscheinlich keine gute Idee. Ja, ihr kommt hat natürlich... Hat uns das je aufgehalten? Das stimmt. ihr kommt natürlich bei Charlie an, der tatsächlich sogar noch die Türe auf hat und gerade dabei ist, die Stühle hochzustellen. Oh, ihr seid's. Na, wie war die Party? Ja, es gab nur einen... Es gab nur einen Mordversuch, kein Mord selber, also alles gut. Aber wir haben schön Karten gespielt. Also die haben wir gespielt, aber es war toll. Moment, Moment. Ihr habt einen Mordversuch bei der Party des Bürgermeisters. Ja. Ja, da war einer. Ich habe langsam das Gefühl, egal wo ihr seid, da passiert was. Vielleicht sollte ich mich von euch fernhalten oder so. Das könnte dem Gesundheitszustand zugutekommen. Ich habe da mal so ein Buch gelesen, da ging es auch um so einen Detektiv und egal, wo er hingegangen ist, die Leute sind gestorben, also vielleicht sind wir verflucht. Ich kletter an so einem Stuhl hoch und mache jetzt so einen Handstand da drauf und gucke ihn dann so mit umgedrehtem Kopf an. Ich glaube, uns folgt der Tod. Aber ansonsten geht's. Spring dann wieder von dem Hocker runter und lauf hoch ins Zimmer. Solange er uns nicht einholt. Der Tod? Bist du sicher? Ist einer. Und männlich. Darf auch von mir aus zwei sein und weiblich. Darf auch drei sein und beides. Also die Töte nehme ich. Ja. Was? Also. Von mir aus? Möchte noch jemand einen Schlummertrunk? Ich glaube, ich hatte schon genug Schlummertrünke für heute. Nein, danke. Ja, verstehe. Ich komme zurückgerannt. Sitze wieder an der Theke. Bing! Ah, prima. Wie viel hättest du gerne? So viel, dass ich morgen beim ersten Tageslicht wieder fahrtauglich bin. Ah, verstehe. Also eine warme Milch mit Honig? Oh ja. Aber wir lassen die Milch weg und nehmen Wasser. Und ja. Also ein Muntermacher. Warmes Wasser mit Honig? Ja. Vielleicht Tee? Nein. Ich bin nicht so der Heißgetränkefreund, also ich lasse das mit dem Tee. Kalten Tee wäre auch eine Möglichkeit. Wir haben doch gerade warmes Wasser mit Honig. Okay, wenn das du kein Freund von... Das wäre aber auch ein Heißgetränk. Nein, das ist ja warm. Und Tee wird meistens heiß serviert. Das also heißt, mein Tee braucht meistens so eine gewisse Temperatur zwischen, je nachdem, 75 und so 95 Grad, damit sich der Kram richtig entfaltet. Aber will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist Unsinn. Das ist genau richtig. Das heißt, du willst dein Wasser eher lauwarm? Und nachdem Honig der Honig rein? Sich aufgelöst hat, ja. Besser lauwarmes Gut. Wasser als lauwarmes Service, ja.
Oh, ich hörte, die soll tatsächlich sehr lecker gewesen sein. Aber ja, mache ich die natürlich. Dakar? Wisst ihr was? Ihr Teesäufer! Lass das! Ich Wasser! Ich kann dir auch so einen Drachenschnaps geben. Ich wollte jetzt sagen, einen halben Liter Schweineblut fragen, aber Drachenschnaps tut's auch. Ja, das habe ich, glaube ich, nicht um die Ecke hier irgendwo. Ja, klar, kein Problem. Ja, kommt drauf an, was war denn in deinem Gulasch heute drin? Ich kaufe mein Fleisch meistens schon ausgeblutet. Schon fertig? Ja. Du machst hier keinen eigenen Schlachtereibetrieb hinten dran. Das ist korrekt. Wie sollst du dann wissen, dass die besten Teile bei dir in die Wurst reinkommen? Weil ich meinen Schlachter gut kenne. Bist du dir sicher, wie gut du deinen Schlachter kennst? Natürlich. Okay, dann, wenn das so ist, dann ist das so. Das ist der Großcousin. Den letzten Schlachter, den ich irgendwo kennengelernt habe, der hat Menschenblatt gemacht. Nein, das wird er nicht tun. Aber sagen nicht alle Schlachter, in meine Wurst kommen nur die besten Teile, so wie Autoverkäufer immer sagen, das Auto wurde von einem Rentner gefahren. Ja, genau. Also das ist nicht unbedingt gut, wenn ein Auto immer von einem Rentner gefahren wurde. Du hast vergessen, Garagenzustand. Ich weiß, was ihr meint, aber keine Sorge. Er ist in Ordnung. Er ist verwandt mit mir. Über ein paar Ecken, aber verwandt. Echt jetzt? Das willst du als Argument benutzen für positive Einstellung? Soll ich dir mal meine Verwandtschaft zeigen? Nee, lieber nicht. Ich bin alle tot. Das ist ja mal Nebensache. Aber ich kenne ihn gut und ich kenne auch den Betrieb des den Schlachthof gut. Das ist schon in Ordnung. Also da ist jetzt kein Menschenfleisch drin. Nein. Verdammt! An deinen Drachenblutschnaps weiß der Geier. Klar, gerne. Glaub's auf Ballert, ich muss ja morgen nicht fahren. Und er stellt dir so ein kleines Glas hin, das tatsächlich die Form eines Drachenkopfs hat, so ein bisschen. Und da ist dann eine ziemlich rote Flüssigkeit drin. Aber durchsichtig. Du willst noch vorne anzünden? Stimmt, oder? Natürlich. Er zündet es ein bisschen an. Also ich rutsche den Stuhl weiter. Wenn er irgendwas anzünden will, ja, also ich wundere es, wenn er gleich einfach Flammenwerfer da auspackt. Deshalb ich gehe einen Platz weiter. Nee, wir haben geklärt, ich darf Charlies Hütte nicht auseinandernehmen. So sieht's aus. Dich das jemals aufgehalten hat. Jetzt! Einmal zählt! Okay, also kleine Drachenschnapskopf zündet vorne an. Jetzt speit mein kleiner Drachenschnapskopf Drachenschnapsfeuer. Also trinkt Dacker das Feuer! Ja, dann wird es nicht nur warm, sondern auch scharf in deinem Mund, denn der ist tatsächlich ziemlich scharf. Ja, lass ballern. Big Red Zimt Attacke! Ja, und Snickers bekommt dann sein halbwarmes Wasser mit Honig. Ist der Honig schon aufgelöst? Ja. Nehme ich das Glas und weg und kipp das einfach runter. Gut, dann wünsche ich euch eine gute Nacht. Eine Frage hätte ich noch, Herr Wirt. Bei euch kommen doch öfters bestimmt Leute dabei und erzählen irgendwelche Gerüchte oder Neuigkeiten, oder? Ja, immer wieder. Was wisst ihr über die Vorfälle von Turtleback Ferry? Ah, tatsächlich kommt von da aus nicht so viel rüber. Ich habe nur mitbekommen, dass es da irgendein Unglück gegeben haben soll mit einer Fähre oder so. Ein paar Tote, aber mehr kann ich dir da nicht sagen.
Danke sehr. Scheint eine große Tragödie gewesen zu sein. Das ist wohl wahr. Wie viel waren das jetzt? Wie viele sind da nochmal abgesoffen? Mehr wie zwei. Was? Mehr wie zwei? Also ein paar sind zwei und wir wissen, es sind ein paar mehr. Also mehr wie zwei. Mich interessiert jetzt eher, ab wann ist es eine Tragödie und ab wann ist es eine Katastrophe und ab wann war es nur ein Unfall? Also wenn es mehr wie zwei sind... Ich glaube, es geht also um das Medium, Tragödie, das es kann verbreitet. Das immer sein. Entschuldigung. Anderson? Ich denke, die Wortwahl geht um das Medium, das es verbreitet. Wer verbreitet was für ein Medium? Nun, wenn ihr solche Unfälle in den Medien hört, es gibt bestimmt wissenschaftlich nahe Medien, die von einem Unfall oder Unglück sprechen, und es gibt mit Sicherheit irgendwelche populistischen Medien, die etwas Tragödie, Inferno, Gottesurteil oder was auch immer nennen. Müsste dann nicht aber auch in denen drinstehen, eine glücklicherweise hat es überlebt, weil sie verschlafen hat. Könnte sein. Kann sein. Oder auch nicht. Wollt ihr darauf hinaus, dass diese Sängerin nicht an Bord war, die ihren Auftritt da hätte haben sollen? Ja. Ja, das habe ich gelesen. Was? Moment. Nee, warte ich. Also ich eigentlich wollte ich ja gerade ins Bett gehen. Beteiligt an dem Mordversuch. Er stellt sich nochmal einen Stuhl hin. Das müsst ihr mir jetzt aber erzählen. Wir wollten doch alle ins Bett. Du kannst ja schlafen gehen. Ich bin noch fit. Du musst fahren. Stimmt. Ich kann mir morgen den Sitz umklappen und knacken. Okay, pass auf. Wir waren da. Wir haben Party gemacht. Wir haben... Moment, stopp. Elegant Konversation betrieben. Okay, ich krieg jetzt keinen gut gemachten Arschlöcher. Auf jeden Fall haben dann hier die zwei, also Leon Reaver, dann gesehen, dass die Sängerin Magic Mambo Jumbo treibt. Und dann gab's irgendwie eine Fundraiser-Sache für, ja, das Boot ist abgesoffen, da müssen wir helfen. Und dann gab's ein bisschen Händeschütteln und dann noch mehr Magic Mambo Jumbo. Und batsch ist der Mann umgefallen. Schwer vergiftet. So, Reaver hat das in einem Zack, geklärt, in einem Jiffy hat es weggemacht. Und ja, die Sängerin war schuld. Jetzt wissen wir, dass die Sängerin und einer von den anderen Pfeifen da ein Tattoo hat. Das Tattoo ist Naniten und die Naniten sind Gedankenkontrolle. Tja, weiß Bescheid. Jetzt kann man natürlich überlegen, ob sie wirklich schuld ist oder nur das Medium. Wie die Knarre. Nur weniger Knarre. Ja, das ist natürlich eine sehr philosophische Frage. Also ich glaube, philosophischer ist es, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Und dabei wissen wir, dass es das Ei zuerst war. Ja, aber auch nur, weil die Eier auch schon von Reptilien bzw. Amphibien genutzt wurden, bevor es Vögel gab. Ja, gut, das ist ja... Hätte man spezifiziert, das Huhn oder das Hühnerei, wäre das eine andere Sache. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was eure Eiertheorie mit dem versuchten Mord der Sängerin am Bürgermeister zu tun hat, aber den Zusammenschluss erkläre ich mir morgen. Auf jeden Fall habe ich da was Neues zu erzählen. Das ist streng geheim. Ach Mann, warum erzählt ihr mir das denn dann? So ist das streng geheim. Hast? Die Richterin hat nicht gesagt, das ist streng geheim. Sondern nur, dass es eine aktive Morduntersuchung gibt. Ja, aber dann streuen wir ja jetzt einfach hier Gerüchte. Ja, wir sind keine Gerüchte, wir zählen ja Fakten. Und wir sind ja nicht mehr Teil der Polizei, also müssen wir nicht die Fresse halten. Stimmt wohl. Okay.
Ich sag auch niemandem, dass ich es von euch habe. Das ist wir fahren morgen ab, danach ist es auch. Ja. Ja, wir kommen ja wieder. Achso. Ja, okay. Wir gehen jetzt morgen nach den Soldaten gucken, von denen keiner mehr seit Wochen gehört hat. In Fort Posemuckel, oder wie hieß das Ding? Fort Rennick hieß das. Fort Rennick hieß das. Ja, ist mir klar. Ja, Fort okay. Posemuckel heißt es jetzt. Gut. Davon habe ich nichts gehört, keine Ahnung. Nun, von dann aber. Energie oder von, dass die Leute fehlen? Na, wenn ihr morgen so einen weiten Weg habt, dann wünsche ich eine gute Nacht. Könntest du uns für morgen schon mal hier so ein paar Sandwiches für auf den Weg machen? Aber klar, doch, das mache ich. Das ist sehr freundlich, danke. Ich gucke ihn da nochmal an. So um die Theke herum, bevor ich jetzt hochgehe. Äpfel. So ein Beutel. Bitte. Rote, grüne oder gemischt? Gemischt. Alles klar. Soll ich dir eine kleine Tupper-Schüssel mit Wasser dazugeben? Ne, Wasser haben wir im Gandalf-Mobil. Na gut. Aber danke. Jetzt wollte er dir mal was Gutes tun, Snickers. Okay, ich nehm's. Jetzt will er nicht mehr. Vielleicht finden wir unterwegs einen Hund, den wir draus trinken lassen können für den Notfall. Vielleicht. Nein! Ja. Nein! Ich bin auch pro Hund. Gut, eine Katze. Entschuldigung, König Dacker. Da geht doch, ist doch klar. Ich bin Anti-Katze. Pferde? Nein! Maus! Und dabei, dabei laufe ich die Treppe hoch. Pferde! Und Hunde. Wenn das Sinn, wenn Snickers die Nacht an akutem Tod stirbt. Habt ihr keinen Fahrer mehr? Und dann hörst du oben so eine Tür zuschlagen. Hätten wir noch einen Ersatzfahrer, oder? Ja, Daka, du würdest in England nicht lange überleben. Da regnet es nämlich oft Katzen und Hunde. Und ich gehe ins Bett. Ich notiere. Niemals nach, wo auch immer dein Land ist. Ich überlege gerade, ob irgendjemand bei den anderen in den Ulk-Chip aktiviert hat. Ja. Blair hat einen Ulk-Chip? Ich dachte nur, du hast sowas integriert. Ich würde niemals Platz in meinem Inneren für so etwas verschwenden. Nein, dass du keinen Ulk drin hast, ist mir klar, aber dass du Chips integrierst. Ich habe in der Tat einen Emotionschip. Wenn ich mal Angst empfinden will oder so, dann kann ich den anschalten. Sind die eigentlich quadratisch, praktisch oder sind die eher mehr so Nachos oder... Die Chips? Ja, die Form deiner Chips. Das kommt drauf an, welche. Es gibt quadratische, es gibt sechseckige, es gibt achteckige. Spannend. So, danke sehr. Charlie, wolltest du noch was? Oh, nein, ich gehe jetzt auch ins Bett. Es ist spät langsam. War nicht viel los heute. Dann wird's Zeit. Mir ist klar, dass da noch zwei Typen hinten unter dem Tisch pennen. Ja, die schmeiß ich gleich raus. Willst du das alles? Nein, ich mach das schon. Ich kenn die. Scheiße, ich durfte den ganzen Abend musste ich mich benehmen. Keinem durfte ich auf die Fresse geben. Ich durfte nicht mal ballern. Also, wirklich. Geballert habe ich schon auf der Konsole, die wir gezockt haben, aber das ist was anderes. Scheint dann wirklich ein tragischer Abend für euch zu sein. Das war ein tragischer Abend. Mein Nachttum bin ich auch nicht losgeworden im Tausch zu hören, grauen, total zum Kotzen. Und dann wollte ich dem Bürgermeister Geld aus den Rippen leihen, dafür, dass wir ihn schon wieder gerettet haben. Und? Was hat er gegeben? Nix. Feuchten der Bürgermeister freiwillig Geld geben, das wäre ja was ganz Neues. Feuchten Händedruck gab es. Das Einzige, was wir vielleicht erreicht haben, ist bei dem kleinen, reichen Superschnösel eine gewisse Moral integrieren. Man weiß ja nie.
fällt mir gerade ein, König Dagger, bevor wir morgen losreisen. Wir haben ein paar Credits in der Gruppenkasse. Wie sieht es mit eurer Rüstung oder Bewaffnung aus? Müssen wir davor noch etwas erledigen? Da bin ich mal sicher. Und wir das mit der Post schicken lassen? Kommt uns das auf Skadas Mobil per Amazon-Drohne oder... Was genau? Omnitech-Drohne, Entschuldigung. Oder müssen wir dafür eigentlich zurück nach Sandpoint? Für was genau? Für mein Battlesuit. Ah, für die Bestellung. Das ist eine gute Bestellung habe ich ja schon aufgegeben. Vielleicht können wir doch eine Nachricht schicken, dass sie es hierher schicken. Ich dachte, das hätten wir schon gemacht, deswegen frage ich gerade OT nach. Ah. Soweit ich das noch im Kopf habe, hattet ihr die Bestellung aufgegeben und die sollte dann, wenn ihr wiederkommt, abgeholt werden. Was aber nicht heißt, dass man die nicht irgendwie hätte liefern lassen können, wenn man da jetzt einfach eine Nachricht hinschickt, das sollte gehen. Ja, wollte gerade sagen, unser Kandermobil ist noch groß genug. Wenn wir da eine Ahnung, X markiert die Landestelle, können die da Doppeldrohne feuern. Müsste man nachfragen. Da werden wir wahrscheinlich die Prime-Bezahlung machen, dann schicken die da gleich mit Veronika. Könnte sein. Welche Rüstung hattet ihr dort nochmal bestellt? Ich kann mich nicht erinnern. Eine fette. Ja, wenn man mal kein Bratfett hat, ist sowas nützlich. Ich hab nicht gesagt, eine fettige. Dann verstehe ich eure Ausdrucksweise nicht. Naja, ich bin relativ schmal und in dem leichten Panzer, den ich gerade anhab, bin ich schon halb fett. Aber wenn ich in so einen Battlesuit einsteige, bin ich voll fett, Mann. Muss mich an diese Goblin-Terminologie noch mehr gewöhnen. Ja, und wir brauchen rote Farbe und blaue. Und? Bin ich sicher, ich glaube, lila brauchen wir auch irgendwo. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Gut. Guck ich Charlie noch an. Sicher, dass dein Schlachter keinen Mann... Lassen wir das. Ja, ganz sicher. Und er zieht gerade die beiden Männer da unterm Tisch hervor. Sagt dann so, Jungs, jetzt aber ab nach Hause. Sammelt er wegen Schädel? Nein. Die sollen doch mal wiederkommen. Nicht. Seh, dass du von den zwei keinen Schädel einkassierst, ist mir gleich. Ich meine jetzt von deinem Schlachterkollegen. Ach so. Also ich habe jetzt keinen hier. Ja. Ach, lassen wir das. Ich glaube, das geht gerade verloren. Na dann. Frag ihn mal, ob er in seinem Keller einen Schädelthron hat. Nur um sicher zu gehen. Ach, einen Schädelthron, Entschuldigung, den habe ich nicht gehört, den Thron. Klar, mache ich. Gut, dann gute Nacht. Gute Nacht. Nacht, John Boy! Wer ist das? Heißt einer von euch Sue Ellen? Danke, wenigstens einer. Gute Nacht zusammen. Schlaf gut. Eine angenehme Regenerationszeit wünsche ich. Ja, genau. Ja, genau. Stimmt ja. Wir sind ja noch halb verletzt. Seid ihr? Ich zumindest. Na, dann kannst du dich auf jeden Fall noch regenerieren. Ja, mir fehlen auch 8 Punkte. Ich glaube, das da passt. 8, sagt er. Du meinst eher 48.
Wie war das nochmal? Stamina Points gehen einfach mit einer Nacht hoch, gell? Ja. Ja. Stamina ist ja sogar unter Umständen mit einem Reservepunkt einfach so ein. Eine 10-Minuten-Rast. Wenn er verbraucht. Solf nochmal hoch, jawohl. Die Resolve Points gehen ganz normal wieder hoch. Ja. Die gehen ja, glaube ich, nach 10 Minuten Rast oder so wieder hoch. Also, das ist kein Problem. Ja, dann verbringt ihr eine erholsame Nacht. Dann jetzt eine direkte Frage, die man in der Rast klären kann. Wie viel Kohle steht uns denn momentan zur Verfügung? Das kann ich euch nicht sagen. Frage an den Thomas. Bin, in der Gruppenkasse sind gerade 25.404 Credits. Okay. 25.000. Reicht noch nicht ganz für den Chicken Mac. Was? Das, ja. Das für die Mech-Rüstung, die große reichste. Ach so, ja, okay. Dann geht's ja, dann bräuchte ich sogar nur 2200. Ja, 2100. Mehr oder weniger. Was soll es denn werden? Das ist so die Frage. Also ist jetzt so die Sache, ob es ich glaube, ein Lashunta-Temp-Gewebe darf es nicht sein. Genauso wenig wird bei mir eine Vesk-Brigantine auch schlecht. Ich glaube, du würdest darin gut aussehen. Also drei von dir. Ja, danke. Fünf Snickers in einem Plattenanzug. Drei in einem Brustpanzer. Lass mich mal gerade nachgucken, aber wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die zwar von Vesk und Lashunta entwickelt, deswegen heißt die so, die gibt es aber in verschiedenen Anpassungen. Klar, wir ärgern ihn nur gerade. Den können wir es ja machen. Ja. Absolut, klonen wir ihn einfach und dann... Daher wäre jetzt meine Frage, wo oder wann fängt denn der Rüstungsmalus zu spielen an? Haben wir nie drüber gesprochen. Der ist, glaube ich, einfach ein Standardmalus auf gewisse Talente und Eigenschaften. Musst genau. Du mal gucken. Ja. Ich glaube, Malis auf so Sachen wie Akrobatik, Athletik, Initiative. Genau. Gut, kann ich mir nicht erlauben, habe ich zu wenig Punkte drin. Gut. Du hast einen höheren Wert wie alle anderen. Hey. Selbst mit minus 10 wärst du wahrscheinlich noch besser als ich. Minus 1 ist trotzdem 1 zu viel. Gut. Nur Kosten, die im Schnitt teuerste ist da hier 8,5. Ich brauche. Und 6.544 habe ich noch. Ja, man hat nämlich seine Notreserve. Ja, könnt ihr euch ja überlegen, wie ihr das machen möchtet. Ob sich jemand dagegen sträubt, die Gruppenkasse anzufassen, aber ansonsten, wie gesagt, werdet ihr am nächsten Morgen wach, wie auch immer zuerst, und findet dann unten schon ein paar kleine Kisten, in die einige Sandwiches und Getränke und sowas eingelagert sind für euch. Guten Morgen.
Ach, guten Morgen. Und Ines und auch Charlie stehen hinter der Theke. Da gut geschlafen. Oh, sehr gut. Sehr gut. Und ihr? Ich habe nur einen leichten Kater. Also na, das klingt doch erstmal in Ordnung. Ein Krug Wasser, bitte. Aber klar doch. Bedient euch, da hinten ist das Frühstücksbuffet. Ja, und dann mache ich mich Richtung Frühstücksbuffet auf. Versuche irgendwie die Wüste, die sich momentan meinen Mund-Drachenraum nennt, irgendwie wieder in Gang zu kriegen. Na gut, ich kann gerne kommen. Aber mir dauert es auch nicht lange, dann komme ich da auch runter. Bin ja fit. Also, eine Frage hätte ich noch. Palim, palim. Guten Morgen. Wer bezahlt die Zimmer? Das kann ich gerne tun. Anderson. Thomas! Was bekommen Sie für die Zimmer? 24 Credits. Wir hatten 8 pro Nacht ausgemacht. Das ist angenehm. Abzüglich der Informatik. Ich gebe euch 25, wenn ihr mir einen guten Rüstungsmacher empfehlen könnt. Klar. Unten am Hafen. Der alte Tobi. Könnte man gleich Tabak mit einkaufen. Wer weiß. Ich glaube, sowas hat er auch. Ich komme übrigens von draußen rein. Anderem Nacken, voll bepackt, schwer die Gatling schwingend. Wo war ihr denn schon frühen Morgen, Eure Majestät? Seid ihr auch endlich wach! Morgen, Dacker, wo kommst du her? Draußen! Das habe ich gesehen. Ja, vorne der Platz, der war doch noch groß. Und da dachte ich mir, schieße ich doch einfach mal alles über den Haufen. Ich gucke in seine Richtung. Kaue langsam auf, keine Ahnung, irgendwas rum auf einem Radieschen oder sowas. Überleg, ob er das ernst meint. Und ob ich mich momentan damit befassen will, sollte er es ernst meinen. Du hast nicht wirklich irgendwas über den Haufen geschossen da draußen. Naja. Ich hab's versucht. Aber hab daneben geballert. Auf wen hast du geschossen? Auf den Hund, ist doch wohl klar. Das war so logisch. Ich wollte schon fragen, ob wenn ich rausgehe, ich da einen Haufen tote Hunde sehe. Okay, pass auf, es ist relativ simpel. Ich habe mein morgendliches Training gemacht und da ich ja hier nicht wild und wahllos in der Gegend rumballern konnte, weil ich ja sonst jemanden verletze, bla bla bla, dann darf ich ihn nicht essen, bla bla bla. Also habe ich nur meine Knarre wild in Richtung gehalten und mein für die letzte gute Stunde gemacht. Also du hast nur geschrien, ohne zu schießen. Jetzt sind meine Stimmbänder gut geölt und an einem gewissen Punkt kam da so ein Hund von links und dann habe ich einen Abzug gedrückt. Dumm nur, dass das Scheißding nicht geladen war. Also nachdem ich dann endlich nachgeladen hatte, war der Hund schon den halben Gang runter und dann habe ich natürlich verfehlt. Dreckvieh. Gut für den Hund. Ja, der Hund. Eine interessante Morgenbeschäftigung. Ich hätte noch eine Frage in die Runde. Ist jemand von euch mit der Kenntnis des Handelns vertraut? So ein bisschen. Nun, ich gedenke, eine neue Rüstung anzuschaffen, bevor wir losfahren. Und ich möchte gerne meine alte verkaufen, dafür möglichst viel bekommen und die neue einkaufen, dafür möglichst wenig bezahlen. Ich bin allerdings in sozialer Interaktion nicht besonders bewandert.
Wir können es versuchen. Ich mach das auch. Wenn wir jetzt Network 16 dabei hätten, wäre die Frage irrelevant. Ja, und Reaver ist momentan noch mit dem Kater beschäftigt. Ich versuche irgendwie die halb ohnmächtige Reaver zu füttern, was nicht so gut funktioniert. Ja, sie winkt immer nur so ab. Hast du jetzt eigentlich Sandvoid angerufen? Schon? Sie sagten, sie können es liefern lassen. War es denn schon da? Es ist auf dem Weg. Ihr habt so einen Tracker bekommen und seht, das wird in der nächsten Stunde angeliefert. Irgendwann zwischen heute und in drei Tagen, irgendwann zwischen morgens und abends. Ah, Golarion DHL. Ist eine Stunde hier, reicht genau, um nochmal zum alten Tobi zu fahren und Tabak zu kaufen. Hey. Tabak? Wofür brauchst du Tabak? Das war ein Witz, ich habe es versucht. Was hat jetzt der alte Tobi mit Tabak? Es gab in meiner Heimatstation einen kleinen Zwergen, der gerne Pfeife geraucht hat und sein Rauchkraut hieß alter Tobi. Wow. Wow, hat der lang gebraucht bei mir. Aber dann wird er wirklich gut, nicht wahr? Gut, ja. Dann denke ich, Snickers einen Apfel in die Backentasche und ziehen ins Auto da lang, zum Hafen. Zum Hafen! Danke, 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 danke! Ja, muss ja, mein Soundboard, das ist mir jetzt wert. Transition zum Hafen. Dann kommt ihr am Hafen an und findet auch recht schnell den beschriebenen Laden. Im Schaufenster stehen ein paar unterschiedliche Rüstungen und über der Tür ist ein großes Schild. In Neonbuchstaben steht da der alte Tobi. Und daneben ist so eine kleine blinkende Rüstung, die immer von rechts nach links hüpft. Ich habe mich im Gandalf-Mobil erstmal noch entkleidet, beziehungsweise die zweite Haut ausgezogen, die ich unter meiner normalen Kleidung trage. Mhm. Und pack sie, roll sie so zusammen und nehme die mit. Hast du es gesehen, Dacke? Eine sehr finessenreiche Werbemethode. Animierte Pixel. Ja, revolutionär. Ja? Und nun? Ich wollte nur darauf aufmerksam machen. Ja, dann. Sollen wir das abmontieren, mitnehmen und auf das Gandalf-Mobil draufschrauben? Dann können wir da Gandalf pixelieren lassen? Ginge wohl schon. Ja, die Sonnenblenden haben wir ja schon installiert. Ist ja schon super. Dem jetzt hier das Pixel-Schild zu klauen, ist auch noch machbar. Stopp, Moment. Wir erstehen es günstig. Dürfen wir nicht klauen. So ist es. Ja, dann machen wir die Tür auf. Hören wir an, wie die Türklingel funktioniert. Nehmen wir das auf und geben das doch mal lauter wieder. Das ist schon mal sehr gut. Also die Klingel macht so ein kleines Palim-Palim. Hm. Und ihr hört dann nach der zweiten Wiedergabe von etwas weiter hinten ein Ich komme gleich. Interessantes Geräusch. Hat noch jemand Lust auf eine Flasche Pommes Fritz?
Palimpalim. Ja, ihr steht da und es dauert ein wenig. Und dann hört ihr so ein leicht schleimiges, schlurfendes Geräusch in eure Richtung kommen. Und dann dauert es noch ein bisschen. Und dann kommt zwischen einem Regal ein, ja, man könnte sagen, ein Schneckenkörper, auf dem dann eine Art humanoider Körper drauf sitzt und dann wieder ein Schneckenkopf obendran. Und über zwei Fühler gucken euch Augen an. Guten Tag, die Herren. Mein Name ist Tobi. Was kann ich für euch tun? Guten Tag, Herr Tobi. Wir wollen Rüstungen kaufen, beziehungsweise Rüstungen verkaufen, dafür andere kaufen. Sind wir dabei Ihnen richtig? Da seid ihr hier genau richtig. Einen Moment. Und er schlurft weiter und schlurft hinter die Theke und das dauert einfach extrem lange, weil der einfach sehr langsam ist. Was hättet ihr denn gerne und was könnt ihr uns anbieten? Dann dreh ich mich zu Snickers rum, gucke zu ihm runter. Los, Junge, mach ihm ein Angebot, was er nicht ablehnen kann. Ich kletter auf den Tresen hoch und würde ihm zuallererst dann mal meine Second Skin darbieten. Mhm. Ich meine, hier und da wurde das Ding ja schon ein wenig mal geflickt. Ja, also ein, zwei Treffer habe ich in der Karriere ja dann doch auch abbekommen. Aber ansonsten sieht das Ding tatsächlich noch ziemlich, ziemlich gut aus. Ja. Okay. Hier und da guckt vielleicht noch so ein Haar von mir dann, so vom Fell halt raus. Aber ansonsten sieht das Ding ziemlich, ziemlich gut aus. Würde das halt dann ausrollen, ihm da hinsägen. Also hier kann ich anbieten aus erster Hand. Ich zeige ihm dann einfach da und da und da. Hier ist es nur gestreift, aber ansonsten ist das hier professionell gepflegt. Und ja, super Ware. Oh ja, das sieht doch ganz gut aus. Und seine Arme bewegen sich im Gegensatz zum Rest seines Körpers relativ schnell. Und er nimmt sich das so hoch, schaut sich das Ganze an, dreht. Hier ist eine kleine Abnutzung. Da vorne, das Loch. Ah, das kann man aber flicken, ja. Jetzt habe ich gerade nicht im Kopf, was der Second Skin kostet, aber... Was ist Hün Skin? Der Second Skin. 250. Ich könnte dir 150 dafür noch geben. 150! Und jetzt gucke ich ihn so an, diesen Leim. Decke. Ist das wirklich Ihr letztes Angebot? Wir wollen ja auch was kaufen. Was möchtet ihr denn kaufen? Also, ich gucke jetzt die anderen an und gucke mich jetzt in diesem Raum um. Ich suche einen Casata Microcord 3 in Schwarz. Wirst du finden? Dann das einzige Problem, was ich an dem Ding ja dann sehe, ist, wir müssen aber hier die Stiefel abmachen, aber diese Leuchtstrahlen, die unten an den Sohlen immer dran sind, die hätte ich gern hier dann am Bund noch dran. Kriegen wir das hin? Das sollte kein Problem darstellen. Sehr gut. Und dann soll der ja so grau-grau-schwarz dann sein. Mhm. In dem Sinne ähnlich wie mein Second Skin, wenn Mischka jetzt mein Bild nochmal einblenden würde, quasi so wie das Ding aussieht. Einfach, weil ich es kann. Genau so. So grau und dann, also der ist an sich, ist der einfarbig, sprich komplett grau und dann aber, dass das Leuchten so orange wäre.
Ja, kein Problem. Und dann gucke ich Anderson an. Ich glaube, wir müssen da aber noch ein bisschen was auflegen. Das ist richtig. Wir sind ja auch noch nicht fertig mit der Transaktion. Des Weiteren hätte ich anzubieten, eine Elite-Stationsmontur, Neupreis 4.100, in tadellosem Zustand, bis auf ein paar Brandspuren. Und also das ist tadelloser Zustand, diese Ware hier. Mal davon abgesehen, die hat Geschichte erlebt. Die hat schon den Bürgermeister gerettet. Tatsächlich? Ja. Und einen korrupten Richter zur Strecke gebracht. Auch. Und davon einkaufen würde ich gerne ein verbessertes Labunter-Schunter-Temp-Gewebe, ne, Gewebe mit einer glatten Oberfläche. Oh ja, das. Moment, hier hinten in. Vielleicht könnten Sie mal gehen, Sie sind schneller als ich. Das dritte Regal da hinten. Da würden Sie fündig werden. Gut. Wenn das alles wäre, dann lasst mich mal kurz zusammen. Moment! Und natürlich. Ich komme hinten von irgendeinem in der Regale runter. Okay, ich habe den ganzen Laden jetzt abgesucht. Wo ist der Backup-Generator? Welchen meinen Sie? Den generellen, den man dann in eine Power-Armor reinbaut. Ach so, den Ausrüstungs... Ja, verstehe. Für neue Slots zu belegen, ja, natürlich. Die habe ich unter der Theke, entschuldigt. Die werden des Öfteren versucht, einfach so mitzunehmen. Okay, habt ihr auch die Batterien unter der Theke? Natürlich. Ja, dann nehme ich ein paar von den Ultra-Capacity-Batterien. So, die mit dem Kaninchen drauf. Die gehen und 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 gehen. Kann das den ganzen Tag machen. Ihr meint die von Quattrocell? Genau! Weiß nicht. Ja, hieß mal, die laufen. Ja, die sollten die ganze. Keine Ahnung. Zwei? Natürlich. Wenn wir dabei sind. Ja. Entweder eine Pumpe oder. Eine Kurbel, dass wir die Dinger wieder aufladen können. Also eine Ladestation halt. Wobei, die kann ich mir wahrscheinlich selbst zusammenzimmern. Kommt drauf an, sind die gleich oder Wechselstrom. Wir hätten ein Solarpanel, wenn ihr wollt. Ja, Mama, das geht auch. Ohne Arbeit. Gut, ich guck dabei dann kurz Anderson. Haben wir nicht ein Solarpanel am Gandalf-Mobil? Das stimmt, auch. Ich habe auch einen Reservegenerator, mit dem ich Batterien aufladen kann. Aber ja. Oder so. Ja gut, und Anderson, sicher, dass das Ding heute kommt. Ich wollte nur klar gehen. Ich halte mein Datenpad hoch, es steht hier. Deswegen bin ich noch lange nicht sicher. Noch 30 Minuten steht da. Na gut, dann pflanze ich mich auf den Boden und schäle mich aus meiner Golem 2 raus. Alles klar. Dann, wer auch immer verhandeln möchte. Ich habe noch Restblutflecken, Rostflecken, da ist noch frische Scheiße von unterm Stiefel, da hängt noch ein halbes Nachthuhn in irgendeiner Delle drin. Also, das Teil ist noch gut, das hat mir gepasst, das musste ich anpassen. Hier war mal die Ringe kaputt, das habe ich ersetzt durch, nee, lassen wir das lieber. Hier ist noch Schafsmagen zum Schmiermittel benutzt worden. Ja, es ist eine Bombenmeister. Oh ja, ein bisschen säubern, dann ist das gut. Frag mich nicht, was die neu kostet, ich habe keine Ahnung. Dann lasst mich doch mal zusammenrechnen.
Und ihr könnt ja mal, wer auch immer verhandeln möchte, einen Diplomacy-Wurf machen. Ich habe gewusst, dass er das sagt. Können wir das nicht, also nur einfach mal, ich meine, es ist ja unter uns, ja? Sollen wir das nicht auf Survival laufen lassen? Nein. Als Strategie. Hat überall einen Modifikator von unendlich und in Survival hat unendlich plus 2 und haggelt drum, ey. Hey, Diplomacy ist fast mein schlechtester Wert. Ich will gar nicht gucken. Was ist es? Ist gar nicht so schlecht mit der 25. Ich habe 13 gewürfelt, über 10 gewürfelt. Und das für den ersten Wurf. Ich bin glücklich. Ja, du verhandelst ganz gut. Und er wird euch im Gesamten auf die normalen Einkaufspreise etwa 3/4 davon berechnen. Also quasi jeweils 1/4 abziehen. Wow. Weil es ja sonst keiner macht, klopfe ich mir mal selbst auf die Schulter, Freunde. Ja, spart mit mir 4000 Credits. Das ist Bombe. Kann ich das Ding ja, kann ich meine Rüstung ja schon selbst bezahlen, fast. Und da hat er auch 3/4 vom Restwert gegeben, ne? Ja, das hätte er jetzt quasi so komplett verrechnet. Dass ihr quasi von eurem, von dem, was ihr einkauft, nur 3/4 bezahlen müsst und damit ist alles erledigt. Nein, weil meine kostet ja schon 4,1 und meine neue kostet 7 noch okay. Was. Also. Ja, okay. Da hatte ich jetzt nicht ganz mitgenommen. Okay, dann hat er euch quasi von eurem die Hälfte ungefähr noch abgenommen. Ja, 3/4 abgenommen, ja. Damit kann ich leben. So, was hat dein Spaß gekostet, Vika? 9. Also Max, also Normalpreis ist 9. Meint ich gut nach. Und kann halt, wie gesagt, nochmal 6,5, die ich an privater Kasse habe, beisteuern. Ja, ist ja. Ja, super. Sag mal, 3/4 von. Hat er 6,5. Ich habe 140 Grätzel. Ich will Frühstück. Weil du dir aus Kohle nichts machst. Verratet dann nicht. Ja, mit 6,5 ist ja dein 3/4 quasi schon bezahlt. Fast. Fast, ja. Ja, Bombe. Deshalb, ich würde jetzt erstmal dann. Beziehungsweise. Du hast Teil auf jeden Fall davon gut beisteuern. Also 6 würde ich dazugeben jetzt von mir so direkt, dass ich noch ein bisschen was habe. Der Rest würde ich dann aus der Kasse tatsächlich ziehen wollen. Können wir machen. Ich ziehe alles aus der Kasse. Gibst dir auch alles rein, das ist ja verständlich. Alles gut. Ja, dann drückt der gute Tobi auf einen Knopf. Und plötzlich kommen aus einem Hinterraum 4 Skittermänner angelaufen, schnappen sich die Rüstung für Snickers, verschwinden damit wieder im Hinterzimmer und kommen kurze Zeit später in umgebauter und geschneiderter Variante zurück damit. Ja, ich ziehe den Kram direkt an. Also vor Ort schlüpfe ich da direkt rein, Einzige, was ich nur wieder drüber ziehe, ist ja meine Lederfliegerjacke. Ja, und dann kriegt ihr eine Benachrichtigung oder beziehungsweise kommt dann die Benachrichtigung, Rüstung wurde angeliefert. Oh, sehr gut. Blair, wie sieht es bei euch aus? Braucht ihr keine Rüstung? Naja, ich habe meinen Zauber, mit dem ich mir immer eine Rüstung bastel. Und diese. Ich könnte mir eine Backup-Rüstung kaufen für den Fall, dass ich mal viele Zauber benutzen muss. Wie viele Rüstungspunkte generiert denn dein Zauber?
mehr als genug. Okay. Einiges. Der gibt. Warte. Let me check bei. Der generiert. Plus 10 auf KC ja. Und plus 8 auf Ding. Genauso wie und so. Ja, wenn niemand noch was braucht, wir haben noch 14 in der Gruppenkasse, dann würde ich mein Kraftfeld Purpur gegen Kraftfeld Schwarz tauschen. Das würde nochmal 6 kosten. Das Ding ist zwar geliefert, aber noch nicht bezahlt. Oh! Dann, was wurde geliefert? Das heißt, ich auch gerne. Also es wird auch ein Kraftfeld Schwarz angesetzt. Was wurde geliefert? Ich habe gesagt, wir setzen es auf die Rechnung vom Bürgermeister. Oh. Auf deinem Pad hat's fett bling bling gemacht. Ist zum geliefert. Ich sitze jetzt ein bisschen auf heißen Arschbacken. Ich muss los. Ja, es ist die Frage, bezahlt das der Bürgermeister oder nicht? Der Bürgermeister... Keine Ahnung, der scheißt sich wahrscheinlich einen Kaffee, wenn wir den dann auf die Rechnung stellen. Kann sie hinterher beschweren. Okay, wir gucken erstmal, ob die Rechnung auf Bürgermeister annehmen und ansonsten, ja, fahren wir erstmal los. Ja, danke, Tobi! Du bist der Schnellste! Denk mal über Rollschuhe nach! Nein, da verstopfen die Räder immer. Vielen Dank euch. Ich danke euch. Ja, und während ihr euch dann zurückmacht und Daka dann seine Rüstung finden kann, würde ich sagen, können wir eine Biobreak machen? Mhm. Gut. Dann bis gleich.
da sind wir wieder zurück aus dem Biopäuschen. Ja, und ihr kommt an der Taverne von Charlie an und seht da eine große hölzerne Kiste, die davor steht. Und irgendwo hat jemand auf der Seite draufgemalt für Dacker. So ein Goblinkopf mit einer Krone drauf. Ja, so ungefähr. Oh, ja! Ihr seid bereits bekannt, Euer Majestät. Ich gucke mir das genauer an und gucke, ob ich das Omnitech-Siegel erkenne. Weil dann wissen wir genau, wer es war. Ja, meinetwegen. Also Network mag ich tatsächlich. Das stand niemals zur Debatte. Gut, muss jetzt der Knopf zum Kiste aufmachen. Oder muss ich jetzt hier ein Brecheisen ansetzen? Wenn da ist ein Knopf. Ich guck mich mal um. Guck mal, ob da irgendwo das Red Tape ist zum Karton aufreißen. Nee, es ist tatsächlich eine Holzkiste. Und du findest allerdings einen Knopf, den man drücken könnte. Geh da drüber, do not press. Nein. Da steht klein unten drunter, open hier. Dann machen wir das doch. Alles klar, dann hörst du ein Rauschen. Und dann hebt sich plötzlich der Deckel ab in so eine Art Sprengung und fliegt nach zur Seite weg. Klappt dann so um und alle vier Wände fallen seitlich um. Ich habe gerade kurz erwartet, dass er sagt, dann setze ich da jetzt das Brecheisen an. Ja, und dann siehst du schön eingepackt deine neue Rüstung. Endlich! Oh, die sieht gut gepanzert aus. Ich tanze so ein bisschen drumrum. Okay, erstmal das Plastik abmachen. Oh, wie geil. Also, ich präsentiere Omnitech-Version eines, Zettelchen gucken. Delcaster Igels. Ja, das mit dem Zaubern muss ich doch noch üben, aber hey, irgendwann ist ja immer. Und ihr seht da jetzt quasi so einen schlanken, Gradlinie mit einem Interface-Helm, ganz normal, in Vollsilber erstmal und mit Sunburst-Mustern drauf. Und die verschieben und drehen sich auch. Dann sind da so ein paar Knöpfe, wo quasi auch leuchten. Und wenn ich den dann mal auf N schalte, projiziert er sogar holographische Runen, die sich in der Luft und um das Ding herum so ein bisschen bewegen. In so einem Band. Mit Sound. Eine kurze Frage. Ja. Hast du es, also ich meine, die sieht ja echt toll aus. Ja. Und du kannst sie auch bestimmt benutzen. Ja. Muss das Ding so funkeln? Die Zauberrüstung. Ich drehe mich rum, gucke jetzt Blair und Weaver an. Müssen die so funkeln? Ich würde mir das gerne mal mit einer Arkansicht aus anschauen. Ist jetzt eine gute Frage. Ich glaube, muss nicht. Was, dass die so funkeln? Ja, ja, genau. Ja, das Ding leuchtet einfach so ein bisschen. Hat so ein paar Lämpchen, die da, aber die magischen Runen, die da tatsächlich drumherum flirren, ist halt Flair. Nein, eine Power Armor muss nicht so aussehen. Ich glaube, du kannst Einstellungen ändern, dass es durchsichtiger wird, aber ja, ansonsten ein paar Lämpchen müssen schon leuchten. Immer! Ohne RGB, keine Power Armor!
Okay, das heißt, ich werde nur unauffälliger damit. Passt. Nehme ich hin. Gut. Und ich hau ihm so auf den Rücken, weil im Moment ist er umgerüstet. Also vielleicht macht er zumindest so ein... Nee, macht er nicht. Also ich guck meine Stärke an. Nee, macht er nicht. Macht einfach nur so Klatsch. Ich hau gegen Stein. Ja, Mann, was geht's? Du hörst so einen Waschlappen gegen deinen Rücken klatschen, der so leichte Krallen hat. Gut, dann viel Spaß damit. Hey, warte, wo ist die Stelle? Ah, hier! Hier so an den Oberschenkel. Die passt genau aus! Anderson, Skalpell! Für was? Also kein wirklicher Skalpell, ich meine den Generator, den wir gerade eben frisch gekauft haben. Ich wollte nur schon immer mal Skalpell rufen. Ah, verstehe. Und Tupfer! Natürlich. Auch eine Sterbeurkunde. Urkunde? Eine Sterbeurkunde. Warum denn jetzt eine Sterbeurkunde? Für wen? Kennt ihr nicht den alten Witz mit Schwester, Zange, Tupfer, Skalpell, Sterbeurkunde? Nee, aber jetzt kenne ich ihn. Danke. Ja, in der Tat. Gut. Warte. Rot nach oben, Plus zum Plus, läuft. Und ihr seht, wie ich passend diesen Generator dann da in den Oberschenkel einfüge. Dann wird er so reingesaugt, dann gibt's klapp, 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 klapp. Transformer-Style ist der jetzt eingebaut. So, die Batterien hier, da in den Waden. Neu gekaufte Batterien klinken sich da rein. So, jetzt muss ich nur noch... Ah ja, genau, hier mal zum Öffnen. Ja, vorne klappt sich der Brustteil klappt sich in einem komplett auf und klappt dann zur Seite und dann kann ich einsteigen. Und dann mache ich das auch. Steigestellt sind das Ding ein. Helm rüber. Ja, da bist du? Hallo? Oh, Moment, das klingt komisch. Moment, ich muss jetzt... In der Zeit, wo er das tut, schalte ich meinen Komm aus, guck die anderen an. Wenn wir jetzt so tun, dass wir ihn nicht hören, wird das vielleicht lustig. Warum? Bitte. Einfach nur so aus Spaß. Ihn auf den Arm nehmen. Warum? Oder Kaka, lebst du da drinnen noch? Ja. Ich hab nur die Soundeinstellung gebraucht, dass ihr mich so hört, als wäre ich draußen. Hinter Scheiße, wenn ich ständig klinge, als wäre ich in der Badewanne oder so. Hallo, Daka, bist du da drin? So, ja? Hallo? So? Hörst du uns? Ich glaube, irgendwas stimmt mit dem Helm nicht. Oder er erstickt gerade. Ich gehe mal rein und hole einen Dosenöffner. Ich habe hier noch einen Zipstick. Vielleicht können wir sie damit kurz schließen und aufmachen. Das könnten wir auch versuchen. Das Visier vorne auf. Hallo, hörst du mich jetzt? Oh Gott sei Dank, Daka. Ich dachte schon, du bist erstickt. Warum ersticke ich denn hier drin? Hier sind lebenserhaltende Maßnahmen drin. Ja, wir haben dich nicht gehört. Wieso? Ich hab grad die Scheiße. Ja, jetzt ist besser. Jupp. Und jetzt stupst sich Anderson so unten so gegen die Schienbein. Siehst du, war voll lustig. Toll. Reicht mal meine Zange. Schüttel den Kopf. Ich hab den Kabel durchgebissen. Ja. Und heimisch fühlt er sich auch direkt. Neue Ausrüstung direkt beschädigt, die wir aus der Gruppenkasse bezahlt haben. Sehr lustig.
Ich reiche ihm seinen Rucksack hoch oder kletter an dem Ding so hoch und werfen ihn rein, weil der hat ja so, also der hat Duct Tape, so einen kleinen Lötkolben und so Scheiß, hat er eh alles dabei. Und kann das selbst reparieren da drin. Ja, die Panzerung geht vorne wieder mittig auf. Wie Was? Groß ist die Rüstung jetzt? Wie groß die Rüstung jetzt ist? Ist die jetzt deutlich größer als du? Oder? Ja, ja, die ist jetzt. Moment. Bist du jetzt von klein zu humanoid, also noch zu mittelgroß, oder? Damit was? Bin ich jetzt large. Also, ab sofort. Large. Ab bist sofort du nicht eine auf... Größenkategorie größer und du bist direkt large? Ja. Ja, Ja, ist jetzt nach oben, sorry. Wie ist jetzt so die Frage? Kann jetzt das Gandalf-Mobil auf ihm in die Schlacht reiten, oder? Hat das ein Einfaltmodul? Passt das doch hinten rein? Ja, pass auf, da muss ich nur... Sieht, wie der Oberkörper sich leicht verschiebt, nach unten klappt, beifährt, die Arme drüber, jetzt sieht das aus wie so ein Paketball. Das ist Transportmodus. Ah. Wenn den nur hinten auf die Rampe draufschmeißen, gut ist. Also ich schmeiß mich auf die Rampe drauf und... Okay, verstanden. Also wenn ich jetzt noch die Waffe installieren kann, sind wir fertig. Kann ich los. Jetzt gilt's. Mach. Hol ich meine, wie heißt das Biest nochmal? Genau, geh ich Gandalf Mobil, hol meine riesige Dart Cannon raus. Mach die passenden Schrauben ab am, an der Power Armor. Die jeweiligen Hebesachen, füge das in den Arm ein, dass ich da dann von automatisch den Trigger, installiere den Trigger, klick, 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 die ganze Mechanik, Bügel drüber, Lademechanik dran, ja, läuft. Mit der freien Hand einmal nachladen, üben, ja, sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich mache das noch dreimal, dann läuft das schmierig. Was das duftet, drüber vom... Ja. Sieht jetzt aus wie so ein Mechaniker, der gerade 24 Reifen wechselt. In der Zwischenzeit klettert Reaver hinten auf den letzten Sitz und legt sich dann da lang auf die Bank. Ja, vorne ist ja jetzt ein Platz frei geworden. Daga fährt ja jetzt ab sofort außen mit. Wieso fahre ich außen mit? Musst du in deiner Rüstung dich erstmal eingewöhnen oder? Ich meine, wie lange brauchst du eigentlich hier, um die jetzt kampfbereit zu machen? Ich steig da ein und bin fertig. Ist wie Waffe ziehen. Okay, ich demonstriere es. Spring da rein. So, das war's. Nachdem er da jetzt in groß steht und mich ja mehrfach überragt. Jetzt auch tanzen. Ja, also ich meine, das ist ja, wäre jetzt nicht der erste Riese, den ich zum Fallen bringe. Ich erinnere an das Kampfturnier. Gucke ich mich auf jeden Fall mal an dem Ding um, ob es irgendwo irgendwelche Nischen hat, an denen ich mich jetzt schöner verstecken kann, um auf ihn in die Schlacht zu reiten. Wird wahrscheinlich schwierig werden, aber zumindest so auf die Schulter oder so kannst du dich bestimmt draufsetzen. Okay. Hat denn der Helm, also der Helm von ihm hat doch, ist der komplett glatt? Ist das so eine Kugel oder wie ist das? Im Großen und Ganzen ist das tatsächlich so eine Kugel oder naja, ein halbes Ei so nach dem Motto und vorne ist so ein blauer Schlitz, der halt leuchtet. Gibt sich der so komplett nach hinten weg oder klappt der irgendwie nur so auf?
Nee, der klappt. Also der fährt sich seitlich auseinander und macht dann wie Chitin. Also das heißt, der verschwindet ganz nach hinten weg. Ja. Also ich bin gerade mich am überlegen, wie ich so Saugnapf-Halter irgendwo festmache, damit ich mich festhalten kann. Wir können hier hinten einen Griff installieren. Genau. Solange, also da wo ein Jetpack rangehört, könnten wir auch einen Griff ranmachen erstmal. Ist machbar. Indem wir da so ein bisschen quatschen, hole ich gerade einen fetten Magnet, den ich mit zwei Komponentenkleber anmixe. So? Dann klebe ich den mittig auf den Brustpanzer drauf. Okay. Und dann. So, doch die Überraschungsgranate, warte, wo habe ich sie? So, installieren. Perfekt, das wichtigste Feature. Ich habe in der Zwischenzeit hinten den Griff festgemacht. Ach, dann ja nicht in die falschen Löcher. Wenn du die falschen Löcher erwischst, dann kehrst du den Pol um und die Energiestruktur und dann kreuzen sich die Ströme. Das geht gar nicht gut. Weiß. Weil niemand will, dass der Nordpol zum Südpol wird. Anderson, du nochmal. Bitte? Du nochmal, sorry. Weil niemand will, dass der Nordpol zum Südpol wird, wenn er den Pol umkehrt. Nein, die Ströme dürfen sich doch nicht kreuzen. Das ist richtig. Mhm. Guck mal, der Energiefluxkompensator, wenn du den nicht richtig fütterst, Mann. Deshalb zwirbel ich ja doch hier mit Draht fest. Genau so. Das ist okay. Ja, warte, bevor du da hinten musst, nur mal. Ich komm rüber. Knapp. Du hast jetzt hinten so ein Drittleiterchen. So ein Stehbrett. So, okay, den Griff hast du ganz gut. Das hier ist eigentlich, kann man hier ein Jetpack installieren oder Munitionstornister oder. Man kann ja auch ein Kraftfeld einbauen. Was? Ja, ein Kraftfeld könnte man ja auch einbauen. Was ist das für ein Scheiß? Braucht kein Mensch. Ein Glück bin ich kein Mensch. Wofür willst du auf meine Rüstung ein Kraftfeld haben? Ich erkläre ihm jetzt das Prinzip eines Kraftfeldes. Wenn ich mit draufstehe, würde das mich quasi auch beschützen. Wenn ich ja dann zum Teil dazugehöre. Aber sobald ich loslasse, ja nicht mehr. Aber, ja. Das Kraftfeld nimmt doch nicht dich zur Kenntnis, sondern die Struktur der Rüstung. So also ziemlich alles, was da eigentlich erstmal drin ist. Und dann lässt es halt Licht und Gase durch. Du musst doch dem Kraftfeld sagen, was für eine Formel da hat. Mach mich doch nicht zum Buckling! Warum zum Buckling? Ja, ein andermal. Anderson! Ja, bitte. Er sagte ja, bitte. Du hast doch Kraft, richtig? Du hast doch ein Kraftfeld, korrekt? Ja. Und da bei der Kraftfeldinstallation musst du doch deine kompletten Maße angeben. Damit das Kraftfeld weiß, was es genau abdeckt. So in der Art. Wie so in der Art? Hast du irgendwie alle Extremitäten, Punkte, hast du überall Sticker dran und die verbinden sich und das macht das Kraftfeld. Nein, das Kraftfeld ist meine Rüstung eingebaut, das heißt, das Kraftfeld ortet sozusagen meine Rüstung und baut sich direkt über der Rüstung auf.
Siehst du, also hat das Kraftfeld die Form der Rüstung, was wiederum die Rüstung vorgibt. Irgendwo in der Installation musste das also angegeben werden. Ja, so kann man es sagen. Aber ich gucke ihn jetzt an. Seine Rüstung hat ja, glaube ich, auch keinen Helm. Meine. Ja, deine. Meine ja auch nicht. Wenn ich jetzt aber hier mir ein Kraftfeld einbauen lasse, dann ist mein Kopf trotzdem davon geschützt. Und der zählt ja auch nicht so direkt zur Rüstung. Okay, klären wir das von anders mal, wenn wir Kopftreffer ignorieren wollen. Jetzt erstmal bin ich fertig. Wir können das, ich bewege den jetzt noch auf die Laderampe hinten und dann können wir los, oder? In dem Moment, wo er hinten angeht, ziehe ich den Kompressor raus, um die Reifen nochmal nachzupumpen. Alles klar. Und jetzt schwer geladen. Ja, und dann... hat etwa einen Balk von 30. Ne, Moment. 35, Entschuldigung. That's a lot of bulk. Dann rast ihr los die Straße entlang den, wie heißt der so schön, Yonder Bakari River. Und diese Straße windet sich auch im Prinzip die ganze Zeit so grob am Ufer entlang. Das heißt, es gibt keine wirklich gerade Verbindung, was das Ganze natürlich etwas länger macht. Und ihr seid einen guten, ja, knappen halben Tag unterwegs. Seid jetzt etwa bei Wartel angekommen, als ihr eine kleine Drohne seht, die sich zuerst euch nähert und dann quasi eure Verfolgung aufnimmt. Und diese kleine Drohne blinkt immer so ein grünes Signal. Ich halt an. Alles klar, dann kommt die Drohne zu euch rüber, senkt sich neben euch zu Boden und landet dann da. Ich dreh mich um, guck die anderen an. Erschießen oder hacken? Hängt irgendwie eine Nachricht dran oder irgendein Symbol, was man erkennen könnte? Es ist ein Omnitech-Symbol drauf. Und ein kleines Kästchen, das die Drohne offensichtlich transportiert hat. Ich würde das mal scannen, außerdem, dass da eine Bombe drin ist. Bitte nochmal? Oder so. Ich würde das scannen, nicht, dass da eine Bombe drin ist. Kannst du tun, du findest keine Bombe. Mhm. Stattdessen findest du dieses kleine Schächtelchen. Was die Drohne transportiert hat, ist gut abgeschirmt, da kann man nicht durchscannen. Aber eine kleine Nachricht ist mit dabei. Und die besagt dann Folgendes. Hallo Blair. Corvus ist gut angekommen und hat uns alles berichtet, was in Magnimar vorgefallen ist. Mit den Daten, die er mitgebracht hat, konnte ich ein Experiment ein gutes Stück vorantreiben und ich glaube, es ist jetzt soweit, damit einen Feldtest durchzuführen. Ich lasse dir eine Ampulle samt Injektor zukommen. Ihr müsstet einen Freiwilligen finden, dem ihr es injizieren könnt. Die Wirkung sollte recht schnell eintreten. Die Naniten müssten sich mit dem Testsubjekt verbinden und seine Stärken hervorheben. Bitte beobachtet das Testsubjekt und sendet mir einen Bericht. Wir haben dir einen speziellen Scanner dazugelegt, der die Daten direkt zu uns senden kann. Alles Gute, Koro. Ich guck den Brief so an, guck das Kästchen an, ist es verschlossen? Ja, es ist erstmal verschlossen, aber es lässt sich öffnen, ohne Problem. Ja, ich guck mal rein. Also, wenn es von Koro ist, dann hat er definitiv deinen DNA-Code dahinterlegt, dass du das aufmachen kannst. Wenn die Nachricht an dich geschrieben ist. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich fasse ich es an und dann macht's büb. Irgendwie sowas in die Richtung. Genau, und ja, das Kästchen öffnet sich und du findest eine Ampulle, einen Injektor und einen kleinen Scanner. Okay.
Was ist das? Ein Experiment von Koro. Der Art. Lies den Brief nochmal. Ein Feldtest. Du den Brief in den Chat reinschmeißen. Das kann ich machen. Was hat das Gestrüpp denn jetzt schon wieder ausgeheckt? Ich guck mich um. Er ist nicht da, er hört's nicht. Ja, hacken ist da, glaubt, das richtige Wort. Irgendwas mit Naniten. Ich würde mir das, die Ampulle mal etwas genauer angucken und gucken, ob bei dem Scanner, den er dabei hat, irgendwelche Daten dabei sind oder ob das Ding wirklich nur scannt. Das Ding scheint tatsächlich zu scannen und dafür dann gemacht zu sein, eben die Daten direkt weiter zu Koro zu schicken. Und ansonsten findest du quasi noch die das, was er bis jetzt rausgefunden hat und erforscht hat, dass es alles noch hinterlegt. Okay. Ja, ich gehe mal die Daten durch. Ist die Drohne wieder weggeflogen oder ist die da geblieben? Die Drohne wartet quasi darauf, dass du der sagst, hier, wieder zurück. Ja, ich glaube, du kannst gehen. In Ordnung, vielen Dank. Und die Drohne hebt ab und düst wieder los. Ein sehr nettes kleines Wesen. Ja, ich guck mir mal die Daten während der Fahrt an. Ich glaube, wir können weiterfahren. Okay. Ja, ich schmeiß das Ding wieder an, gib Gas, Tempomat eingestellt, lehne mich im Sitz zurück, guck auf die Bordkamera nach vorne raus und lenk mit den Füßen. Du lenkst mit den Füßen. Also man sieht, wie ich jetzt im Sitz halt mich so zurückgelehnt habe. Ja, und vorne haben wir ja trotzdem halt ein schönes, großes Display mit der Kamera nach vorne auf die Straße. Das heißt, da gucke ich drauf und lenke halt mit den Füßen. Auch einfach so umgriffen, weil es ja, sind ja fast kleine Hände, sage ich jetzt mal. Und lenke halt. Waschbär. Was hat denn da jetzt? Koro hat mit Naniten gebastelt. Aha. Also das kommt dabei raus, wenn er mit Corvus zu lange alleine ist. Ja. Ist das jetzt schon die Genophage oder nicht? Heißt das, du willst als Testobjekt herhalten? Nein. Nein. Was sagen denn die Daten so aus? Die Daten sagen bis jetzt aus, dass diese Naniten in einen Körper injiziert werden sollen und dann sollen sie wohl die Leistungsfähigkeit des Körpers erhöhen und eventuell auch die magischen Fähigkeiten unterstützen. Okay. Also brauchen wir ein magisches Testsubjekt. Und wie war es ausgenockt? Ist das jetzt die Melody freiwillig? Naniten plus Anderson könnte auch problematisch werden. Na, was soll's. Und ich ramm mir das Ding in den Oberschenkel. Okay. Wenn ich anhalten, Anderson, halt die Kamera drauf. Sehr gerne. Könnte es sein, dass ich gleich nach der ersten Pipi-Pause frag. Okay. Ja, zuerst mal passiert kurzzeitig nichts. Aber dann beginnt bei Blair
da, wo du das Zeug eingerammt hast, plötzlich ein unglaublicher Schmerz zieht sich von da aus und zieht sich langsam durch deinen ganzen Körper. Und ja, dann hört man einen Aufschrei von hinten. Wobei, warte, ich bin gut mit Schmerz. Ich guck mal, wie laut ich schrei. Was wär das? Das wäre so ein gefühlvolles Grummeln. Hm? Das wäre wahrscheinlich Fortitude, ne? Ja, ich denke ja. Ich krieg noch plus 2 drauf wegen meiner emotionalen Support-Spinne. Ohoho! Ja, dann hört man nur so ein. Versau uns nicht die Sitze! Stick das mal an! Sie muss kacken! Ich gebe voll in die Eisen. Und also ich fall vom Sitz runter und mit beiden Pfoten voraus. Und mit so schweißgedrängtem Gesicht taste ich mal zum Scanner und guck, was der Scanner dazu sagt. Ja, der Scanner zeigt an, wie sich dann langsam die Naniten in deine Blutbahn verteilen. Mhm. Und ihr seht das, ihr anderen seht das jetzt auch so die Adern, die halt vorher nicht so richtig zu sehen war, verfärben sich ganz kurz und dann, wenn die quasi durch sind, dann geht's wieder zurück zur normalen Hautfarbe. Aber ihr seht halt, wie sich das wirklich verteilt im Körper. Und ja, sie scheint tatsächlich Schmerzen zu haben. Habt ihr das gesehen? Voll mit Naniten, vielleicht können wir sie jetzt hacken und benutzen. Oder sie verbessert sich gerade. Wenn du mich hackst, dann zieh ich dir die Ohren dann. Ja, das ist jetzt eine Frage. Ist das ein temporäres Upgrade? Oder ist das ein... Wird dein Körper gerade von Naniten gehackt? Aber lass mich mal kurz raus und ich würde raus und mich einmal in die Büsche erleichtern. Boah. Frage ist, er hätte doch vielleicht was passiert bei einem EMP. Nicht witzig. Jeder von uns hat irgendwelche Technik an sich, die sich über ein EMP kaputt machen lässt. Aber er hat jetzt Technik in sich. Ja, und gleich schmeißt du Feuerball. Willst du schneiden? Schau dich fragend an. Achso. Also, ich meine, das ist jetzt anders gemeint wie gesagt und ich lasse die Ohren hängen. Okay, yeah. Rede ich mich jetzt nicht raus. Anderson, ich weiß, ja, Snickers hat keinen Ulk-Chip installiert, aber vielleicht sollten wir ihm einen Sprachchip installieren, der gewisse Worte mit Stromstößen reguliert. Hatten wir das Thema nicht schon mal und Herr Snickers lehnt Stromstöße ab? Gut, wenn man das nicht mitteilen, man. Bei Cartman hat das auch funktioniert. Ich schaue jetzt zwischen euch beiden her, denke mir dann, sie wollen sich einfach gegenseitig anlügen. Gemerkt. Okay. Wieder raus. Blair! Ja? Oh, ich glaub... Kackst du oder kotzt du? Ich hab gekotzt. Wenn's aus beiden Seiten kommt, guck, dass das Fell sauber bleibt. Soll man dir die Haare halten? Oder... Nee, alles gut. Ah, das ist wie wenn man vom Zehner gesprungen ist und auf dem Rücken gelandet ist. Ist schön, wenn der Schmerz nachlässt. Jetzt der Zehner. Ich glaube, wenn man von einem 10 Meter Sprit springt auf den Rücken aufkommt, dann reißt es einfach nur die Haut und Knochen auf. Nicht in der Zukunft, enhanced der Haut. Aha. The future is now, old man. Red mir von demselben, den 10 Meter Stein und du sollst rückwärts landen. Keine Ahnung. Ich versuche von keinen Brettern zu springen. So Bretter? Wo
Worum kennst du denn die goblinische Bestrafungsart? Was ist los? Hat jemand einen Bit zu Ohren? Das ist ein Argument. So, was ist jetzt? Bist du fertig, oder? Geht's mir so? Ah, die geht's noch ziemlich schlecht, aber es wird langsam besser. Also es tut immer noch weh, aber so langsam, aber sicher lässt der Schmerz nach. Hat er den Scanner im Auto liegen lassen oder hat er den mit? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe den angemacht und im Auto liegen lassen. Ja, dann nehme ich ihn in die Hand und halt mal drauf. Sobald es wieder aus dem Gebüsch rauskommt. Wir kriegen jetzt ein Live-Feed vom X-Ray von Blair. Beim Ja, ihr seht, wie sich diese Naniten in der Blutbahn verteilen. Und ihr kriegt allerdings noch keine neuen Werte von Blair. Das scheint ein bisschen was länger zu dauern. Und ich würde mal sagen, wie Blair dann aus dem Gebüsch wieder heraustritt und vor euch, können wir dann beim nächsten Mal sehen. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich merke nur noch an, ich drücke den Scanner unserem anderen Herrn Doktor hier in die Hand. Der darf da eher drauf gucken. A sitzt der hinten, B muss ich fahren und C habe ich dann die Hände frei zum Schießen. Ja, dann hatten wir heute eine kleine Einkaufssession. Ja, war auch besser so. Und ihr seid gut ausgestattet. War auch besser so, wir hatten irgendwie Pech mit der Leitung. Ich habe 60% Paketverlust und es kommen auch Meldungen rein, dass der Stream echt qualitativ schlecht war. Okay. Problematisch. Dann ist nicht viel verpasst worden. Happens, happens. Also sorry dafür, aber das nächste Mal dann bestimmt wieder besser. Ich starte mal meinen Router neu vor dem nächsten Stream. Vielleicht hilft das ja. Ja, bring mal die Nanites nochmal in Ordnung da. Genau. Zeit für Quantencomputer. Geht einfach kein Weg dran vorbei. Ja. Ja, auf jeden Fall danke für die schöne Runde. Ja, die Robi war einfach toll, auch wenn es eine klassische Einkaufssession war. Ich hatte unglaublich viel Spaß. War wieder viele schöne Beschreibungen und lustige Momente mit dabei. Und ich hatte diese Faultier-Vibes. Ja, auf jeden Fall dir draußen danke fürs Zuschauen, danke fürs Nachschauen. Wenn du das nächste Mal nicht verpassen willst, dann drück einfach die Glocke unter der nächsten Stream-Ankündigung. Ansonsten kannst du uns gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn es dir gefallen hat. Und ja, wenn du Fragen oder Feedback hast, gerne unten drunter in die Kommentare was reinschreiben. Ansonsten ciao, bis zum nächsten Mal. Tschö. Ciao. Tschüss. Und gute Nacht.